Hallo? Ja, er nimmt jetzt auf, Gott sei Dank. Ach, ich hatte gerade einen ganzen Run gehabt, fast schon, mit Maggie. Machen wir jetzt auch mal weiter. War ein bisschen doof. Habe ich nicht mitgekriegt. Und jetzt dürfen wir nochmal machen. Curse of the Lost, ich weiß ja mittlerweile, was es macht. Danke den Kommentaren und so, ne? War ziemlich nett, also. Thank you, at all und so, ne? Ich hätte natürlich auch nachgucken können, aber ich will ja nicht unbedingt alles nachgucken. Dann gucke ich nämlich noch das nach, dann gucke ich noch das nach. Ach, das Item macht das und das, das macht das und das. Ich glaube, wir werden mal demnächst mal die Trinkets alle angucken. Was die alle machen. Also diese Dinger da, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich kriege ich nochmal so ein gutes Item wie vorhin. Ah, oh, das war so doof. Was, dann machen wir einen Run? Mache ich ganz. Habe ich schon manchmal so. Na gut, ich war Basement 2, glaube ich. Und dann auf einmal, ja, merke ich gerade, er nimmt dich auf. Jetzt nimmt er auf, Gott sei Dank. War nicht so schön. Ich glaube, das mag aber auch keiner irgendwie, sowas. Geh dir bitte mal kaputt, danke. Klar, er rennt weg. Sausack. Was ist das? The Peeper. Was ist das? Piep! Hey! Wir spielen dann auch, wir machen Piep nach. Ein Piep machen wir nach. Das ist cool. Das eine hatte ich noch nicht gehabt. Ich glaube, da machen wir auch ein bisschen mehr Schaden, oder? Oder wir machen zumindest aus der einen Träne feuern wir jetzt rote Tränen. Also aus der einen Augenhöhle. Träne, genau. Aus der einen Träne feuern wir jetzt rote Tränen. Passt super. Es trifft zwar nicht immer, aber wenn es, glaube ich, trifft, wird es, glaube ich, ziemlich gut sein. Es ist schon eigentlich recht stark. Gibt sicherlich bessere Items als erstes Item, aber das ist schon mal geil. Haben wir nicht irgendwie Damage aber so gekriegt? Ich glaube ja, wir haben Damage abgekriegt. Eins haben wir gekriegt. Das macht, glaube ich, wenn man Bomben aufnimmt, kriegt man eine zweite Bombe oder so. Das habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal nachgelesen. Das war eines dieser Sachen, wo ich gesagt habe, ich gucke nicht mehr nach. Welches Wort wird jetzt in diesem Part gesagt? Ich glaube ja. Ja, habe ich gesagt in diesem Part. Ist halt doof jetzt wegen. Hat er gerade schon aufgenommen und dann hat er das nicht gemacht. Richtig. Genau, lauf da schön rein. Das Ding ist cool. Das ist recht cool. Das ist nicht toll. Das war mal ein originelles Item irgendwo. Den Boss mag ich nicht so gern. Lustig wäre das noch, wenn das Ding jetzt irgendwie noch ein bisschen was abfeuern würde oder so. Das wäre ziemlich geil. Vielleicht ein paar Tränen oder so. Aber dass es hier schon rumspringt, ist schon eigentlich stark genug. Wobei Maggie jetzt natürlich richtig gruselig aussieht, ne? Ich mein, das Auge so raus, ne? Genau, das Item habe ich vorhin auch schon gekriegt. Codehanger. Super Item. Habe ich da auch schon gesagt. Eins der besten Tears-Up-Items neben natürlich die Almighty Onion und so, ne? Die Almighty Onion ist auch schön, ne? Ah, ich hasse diese Viecher. Super, Sol hat wieder gekriegt. Schön. Schlüssel können wir gebrauchen für den Itemraum. Hoch. Oh! Speedball. Mehr Speed kann Maggie gebrauchen und vor allem halt Shot Speed. Also die fliegen jetzt schneller. Ist nicht, dass ich schneller schieße, aber die fliegen halt schneller. Ist auch schon mal nicht schön. Ist auch schon mal nicht schlecht. Ist auch schon mal ziemlich gut. Wenn man so überlegt. Wir brauchen halt nur noch ein Damage ab oder so, das wäre ziemlich gut. Was weiß ich, Contract jetzt im Devil's Raum oder so. Oder. Wie heißt das andere Item nochmal? Pentagramm. Wäre auch ziemlich gut. Oder irgendwas, was halt Damage abgibt irgendwie. Oh, ich hasse die Dinger, die sind zu schnell.
Aber ich glaube, das soll es ja auch irgendwie sein, so, damit es ein bisschen challenging ist und so, ne? Und die Viecher finde ich irgendwo lustig, aber ich mag sie nicht gerne, gegen zu fighten. Weil die so weit springen können. Ich wollte schon fast sagen Pro-Dodging, aber ich habe es noch nicht gesagt. Jetzt sage ich das mal Pro-Dodging. So ein bisschen. Nicht gerade Creme de la Creme, aber immerhin. Ha! Genug für den Shop. Super! Bitte lass kein Greed drin sein. Bitte lass kein Greed drin sein. Bitte lass kein Greed drin sein. Wenn Greed drin ist, dann gibt's Ärger. Die Karte! Die Karte nehme ich mit. Ganz ehrlich. Jetzt ist es zwar nicht so wichtig, aber später ist es halt schon ziemlich geil. Wenn ich sehen kann, wo der geheime Raum ist und so. Ich meine, damit sieht man nämlich auch den geheimen Raum. Envy! Envy, du hast einen Kollegen hier. Das Auge, das springt hinterher. So ein bisschen. Ich finde, das Auge kann man noch ein bisschen beschleunigen. Das wäre ziemlich gut, wenn das ein bisschen schneller wäre. Vielleicht wird es ja auch schneller und ich weiß es nicht oder so. Warum sind da aber mal keine kleine blaue? Ich glaube, das ist von Super Envy. Das habe ich nämlich auch schon aus Versehen nachgeguckt. Dann splitten die in drei. Natürlich nicht so schön ist, ne? Ah, da hat mich was getroffen. Aber die splitten hier nur in zwei. Ich habe Schiss vor meinem eigenen Ding, ey. Und eine Trollbombe und eine normale Kiste. Ist auch nicht schlecht. Zwei Bomben, schön. Richtig schön. Besser kann es nicht laufen, würde ich fast sagen. Es läuft eigentlich recht gut. Und auf zum Boss. Widow, ich mag das Vieh nicht. Das spawnt Spinnen. Und Spinnenspawner. Genau die Viecher. Die ich ja nicht so schnell wie es geht kaputt machen muss, ey. Ich hasse meine Viecher. Was ziemlich geil wäre, wenn das Vieh irgendwie was mit Spinnen. Spinnenmäßiges droppen würde. Ich meine jetzt hier zum Beispiel Spider-Bite oder so. Ich mag Spider-Bite, das ist ein schönes Item. War noch ein schön starkes, wenn man mal so überlegt. Magic 8 Ball. Das gibt Tears Up, genau. Und eine random Karte. Empress. Das ist Technology 1, ne? Lohnt sich das? Für ein Herz, Technology 1. Komm, scheiß drauf. Das ist, glaube ich, schon stark. Ja. Gut, wir wissen, wo der geheime Raum ist. Schon mal ziemlich gut. Das wäre jetzt nicht so gut wie Technology 2, aber vielleicht kriegen wir Technology 2. Das wäre ziemlich geil, wenn man das noch kriegen würde. Was ist das für ein Auge? Das kenne ich ja gar nicht. Der schießt Homing Shots. Oh Gott, das wird schön. Das wird richtig schön. Solche Gegner. Sind die neu oder sind die mit Power gewaschen? Ich weiß auch nicht. Oh Gott. Ich weiß, jetzt werde ich echt schlecht. Jetzt ist echt unlustig. Tut mir leid. Und wer sich wundert, warum ich so ein bisschen nicht so hyperaktiv wie sonst bin, das liegt zum Teil daran, dass ich vorhin geduscht habe und dann halt recht schön. Jetzt bin ich schon muckelig. Muckelig. Ist auch so ein schönes Wort. Und ja, man ist dann halt nachher mal so ein bisschen groggy, keine Lust mehr, aber irgendwo auch doch noch Lust. Und vor allem hatte ich jetzt irgendwie Lust, Binding of Isaac meine Runde weiterzumachen. Habe ich mir gerade vorgenommen, einfach. Erstmal machen wir das größte Übel kaputt. Schön. Eine Bombe für eine Bombe, auf jeden Fall nicht. Ist ja unnötig. Was schön wäre, wäre jetzt ein Orderboard, aber das kriegen wir wahrscheinlich wohl nicht, weil das wahrscheinlich schon im Dings war hier im Teufelsraum. Der Teufelschen hat das schon gehabt. Also das wahrscheinlich wohl nicht mehr so droppen. Zumindest so ein Gefühl. Ich kümmere mich erstmal um diese Mistviecher hier. Balls of Steel. Empress nimmt natürlich wieder mit.
Schön. Bin mich kaputt an Technology 2. Ah, Damage Up. Schön, 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 schön. Wir sehen jetzt nicht wirklich aus wie Two-Face, aber ziemlich, trotzdem ziemlich geil sehen wir aus. Finde ich richtig toll. Und wir könnten vielleicht noch 2 Cents gebrauchen und dann noch einen Schlüssel. Wäre ziemlich geil. Ja, Game Manage mal, ne? Mach mal. Für mich und so, ne? Für das Wölkchen. Komm, mach mal. Das Wölkchen ist auch schön, ne? Das Wölkchen. Ja, wenn man es deutsch ausspricht, ist es Wölkchen. Fertig. Hier ist down. Heißt, wir schießen langsamer. Ne, doch nicht. Ich geh da einfach mal rein, komm, scheiß drauf. Holy Trollbomb. Und 2 normale Trollbomb. Schön, hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Nicht. Egal. Auf zum Boss. Piep! Hallo, Piep! Warum mach ich nicht? What a horrible night to have a curse, genau. Oh, guckt euch mal den Strahl an, wie groß der ist. Ich finde schön, dass Items auch mal so ein bisschen von Bossen inspiriert sind. Ich meine, das ist jetzt Piep. Piep-Item halt. Piep-Item. Piep, Piep, Piep und so, ne? Ja, runter. Nach oben in den Dingsraum. Telle-Ding brauchen wir nicht. Will ich auch nicht haben. Ah, nein! Meine Hassgegner! Die neuen Fliegen, ich hasse die irgendwie. Ich finde die süß, sie sehen süß aus, aber ich hasse die. Da ist kein Teufelchen. Hallo? Guck, wenn genug Tränen und Tränen Herzen rumliegen, geben wir dem vielleicht mal was. Kann man ja machen. Da gehen wir noch nicht rein. Jetzt mal gehen wir ein paar Räume weiter. Machen wir erstmal so, erstmal den Itemraum. Hier unten ist eine Arcade. Okay. Müssen wir uns merken, vielleicht müssen wir nochmal da runter. Komm, ich geh jetzt mal da rein, scheiß drauf. Necronomicon. Definitiv. Definitiv. Das ist so gut, das Item. So gut. Echt, richtig gut. Jetzt wollen wir mal in den, würde mal sagen, in den Dingsraum rein. In den Geheimraum. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Lockdown. Schön, danke. Ich hasse Lockdown. Guck mal von hinten. Der hat so ein Dings auf. Also er ist ja natürlich ein Er. Ist ja Isaac eigentlich in der Perücke. Schlagring bringt uns ja eigentlich nicht viel. Können wir trotzdem mit dem Contrast drauf. Tough Love. Sieht jetzt richtig schön aus. Von der einen Seite. Bringt zwar jetzt gar nichts, aber pff, ist umsonst da und wir können da eh nichts mehr machen. Wir können das eh nicht ändern jetzt. Was da für ein Item rumliegt. Ah, das war natürlich nicht so schön. Problem ist nur, wir haben jetzt keine Herzen mehr fast. Das ist doch scheiße. Keine Herzen. Spawnt da noch eine Spinne, der Drecksack hier. Blödes Mistvieh. Necronomicon war ich mir extra für den Boss und toll, keinen Schlüssel gekriegt. Super, danke! Danke, Game! Super! Tritt mir in den Arsch! Gehen wir mal zurück. Wir haben zwar jetzt Lockdown, aber vielleicht kriegen wir doch irgendwie was raus. Vielleicht ein bisschen was. Nicht viel, aber vielleicht ein bisschen was. Und du, dich interessiert. Du interessierst mich nicht. Ist mir scheißegal. Für dich interessiert sich keinen. Kein Mensch. Da können wir natürlich auch ran, aber ja, lohnt sich gerade nicht. Nicht wirklich lohnt sich das. Ach, danke, Game. Danke, danke, danke. Das war echt Lockdown? Willst du mich verarschen? Ich will ja nicht wissen, wie dein Lock abgeht. Okay, jetzt haben wir Pech. Bitte gib mir Herzen. Ach,
Danke, Game. Danke, 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 danke. Puh, jetzt können wir in den Shop rein. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie was. Holy Grail oder so wäre ziemlich gut. Wobei es eigentlich auch vorhin einen Patch gab. Also ich weiß nicht, ob es den gab es zumindest heute. Gestern gab es den zumindest noch nicht, soweit ich es weiß. Da wurde halt was geupdatet. Vielleicht ist es dann halt so, dass die Drop-Chancen bei bestimmten Items halt ein bisschen verringert wurde. Wurden. Ich wurde. Ach, Grief. Ich sag da nichts mehr zu. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Außer leck mich einfach. Du Drecksau. Wir haben meinen Schlüssel wieder gekriegt, aber nicht mein ganzes Geld. Mein ganzes Geld habe ich ein bisschen verloren, das ist nicht so schön. Und meine Herzen. Ich habe ein Herz verloren. Leck mich, Greed. Ganz ehrlich, ich hasse den Penner. Ich hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn. So, auf zum Boss. Hat nicht viel gemacht, aber immerhin etwas. Das war auch nicht gerade der schwierigste Boss, den wir hatten bisher. Wir könnten auch gleich einen Damage Cap gebrauchen und dann vielleicht noch irgendwas fliegendes Item, womit wir fliegen können halt. Wäre ziemlich gut und dann würden wir es halt locker schaffen. Das wäre dann easy win eigentlich. Ich würde gerne wissen, was man mit Maggie kriegt. Ich meine, Maggie, bei Satan hat man glaube ich den Dings gekriegt, oder nicht? Den Guardian Angel, glaube ich. Was man jetzt kriegt, würde mich mal interessieren. Muss ich schon mal gucken. Und ein Skeleton Key. Oder nee, Skeleton Key, nur ein Golden Key. Fertig. Mir egal, wie der heißt. Halt ein Schlüsselchen. Der Dreifachschlüssel. Wäre auch ein guter Name. Weil man halt, weil er drei Dinger öffnen kann. Und eine Holy Troll Bomb, die weiß, die heißt auch anders oder so, ist mir egal. Bei mir heißt die Holy Troll Bomb, weil die mir Holy auf dem Hintern geht, auf den Sack geht, auf den Hintern geht. Genau. Ah! Was laber ich heute wieder? Verdammt! Mensch! Quasselstrippe hier, ich. Geht ja gar nicht. Und die müssen so schnell es geht kaputt gehen. Jetzt verliere ich alle meine Herzen. Hier noch, das wäre nicht so schön. Ihr wisst, ich mag die ja nicht. Ich frage mich echt, was hasse ich am meisten eigentlich? Ich glaube, die hasse ich, glaube ich, am meisten. Na, ich wollte ja in den Dings reingehen, in den Geheimraum. Ist egal, wo ich reingehe, aber ich wollte zwar reingehen. Wir spielen zweimal. Und dann machen wir sie kaputt. Ah, guck mal! So ein gutes Item eigentlich. Guck mal, danke. Und das reicht jetzt. Du hast es gut gemacht. Und wir kommen direkt hier wieder raus. Schön. Und einen Schlüssel noch gekriegt. Auch gut. Rinder und aufpassen, der schießt. Will ich das Necronomicon austauschen gegen das Book of Revelations? Das Book of Revelations wäre natürlich nicht. Ach, ich guck mal. Ich guck mal, was ein Dings ist. Erstmal gucken. Wir wissen, dass hier das Book of Revelations ist. Das wissen wir jetzt. Das wird gemerkt. Oh, das ist kein schöner Raum für Maggie. Das ist kein schöner Raum für Maggie. Wie ist er so langsam? Deswegen. Gut. Das ist ein easy Raum für Maggie. Verdammt easy. Und diese Gegner. Verdammt, Mist. Und eine normale Throwbomb. Okay. Hier ist Boss. Boss gehen wir noch nicht. Boss lassen wir erstmal. Ich will erstmal zum Itemraum. Halt die maximale Chance haben, gegen den Boss zu gewinnen. Ist ja klar, ne? Wer will das nicht? Außer Sadisten vielleicht, ich weiß nicht. Masochisten. Oder Selbstsadisten. Selbst an sich übenden Sadisten. So, passt. Praktizierend. So, jetzt habe ich es aber richtig. Mir egal, komm. Ich will den Raum geklärt haben. Ich weiß nicht, was der macht. Ich nehme lieber den Huf mit. Ich meine, der Huf gibt nämlich Damage ab. Ich könnte es eben nachgucken, aber mir jetzt egal. Ich habe auch keine Lust, jetzt mir nachzugucken, alles.
Das ist ein schöner Raum. Das Balls of Steel? Das ist. Nee, das ist kein Balls of Steel, das ist nicht. Oh no! Ist nicht so schlimm. Und fertig. Da gehen wir natürlich ran. Wir haben noch den goldenen Key hier. Da können wir locker aufmachen. Und The Emperor. Gut, kommen wir direkt zum Boss. Müssen wir nicht arschlang laufen und so, ne? Also, geht schneller. Nach unten und dann ist da hier unten der Itemraum. Lange hat's gedauert, aber wir haben ihn endlich gefunden, den Itemraum. Ein Wunder. Noch ein Schlüssel. Schön. Jetzt werden wir Schlüssel überhäuft, aber vorhin hatten wir welche gebraucht, ey. Auch schön. Da könnte ich eigentlich dran, aber... Nee, komm. Der Heiligenschein, ich glaube, der gibt alles Stats 1. Aus Stats ab. Schön, das ist super. Das ist richtig gut. Das ist richtig schön. Emperor benutze ich jetzt noch nicht, benutze ich erst bei Dings. Obwohl, könnte ich eigentlich benutzen, aber komm, scheiß drauf. Ich verwahre es jetzt noch. Und bei Book of Revelations habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mach ich mir gleich Loki! Hallo Loki, Kleiner! Der ist süß. Ich finde ihn süß. Weil er sich so freut. Genau, da freut er sich. Ich finde ihn süß. Klein Loki! Loki, stirb endlich! Danke! Jesus Juice! Jetzt sehen wir richtig hässlich aus. Book of Revelations, nehme ich's mit? Nein, scheiß drauf. Necronomicon Power. Machen wir auf, komm. Joker, machen wir. Oh, Krampus im Dings. Im Satansraum, das ist natürlich nicht so schön. Dann muss ich jetzt Krampus besiegen. Ich glaube, das zweite Mal nicht oder so gegen ihn gefightet. Ich glaube, ich habe schon einmal gegen ihn gefightet. Und wir kriegen Kohle. Ich glaube, das macht mir mein Xmas Present. Ich glaube, das gibt Schaden ab. Guck mal, wie viel Schaden wir haben. Wir nuken jetzt alles down, ey. Das ist schön. Hoho. Maggie, ein Monster. Guckt sie euch an. Oh, da bin ich reingerannt. Das wollte ich nicht. Das war doof. Ein wahres Monster, ey, mittlerweile. Den senden wir mit, den anderen lassen wir mal da liegen. Ich bin jetzt zu vorsichtig. Alter, macht die Schaden, die Maggie, ey. Alter Schwede. Ich möchte nochmal nach oben. Und zwar sehe ich da oben, da geht es auch noch einen Weg lang und so, ne? Ich mag diese Spiky-Dinger nicht, aber naja. Kann man überleben, ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ich will mich kaputt, ich kriege nur Technology 2, ey. Und dann wird das beides stacken, das wäre so super. Double-Schuss und so, ne? Bei denen habe ich gemerkt, einfach in Bewegung bleiben. Einfach nirgendwo stehen, wo sie sich einen sehen können. Willst du mich verarschen? Zweimal Greed. Leck mich. Ganz ehrlich, Game. Leck mich. Zweimal Greed. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe mir den Mittelfinger gezeigt. Hardcore, so hardcore. Ja, passt, ne? Da geht mir aber auf den Sack. Ich hasse Greed, ey. Immer kommt dieser Penner, ey. Ich gehe jetzt in den Geheimraum. Wenn der Greed ist, gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Oh Gott. Probier mal was. Oh.
rausche jetzt einfach hier durch. Das ist nicht mehr schwer. Jetzt nicht mehr. Bei Mom könnte es vielleicht noch ganz leicht ein bisschen schwierig werden, aber dafür haben wir das Necronomicon. Das Necronomicon würde uns halt den Arsch retten. Egal, wogegen wir fighten. Ist halt ein ziemlich gutes Item. Ich weiß nicht, was die Safety Cap macht. Ich habe keine Ahnung. Kann da jemand reinschreiben? Könnt gerne alles reinschreiben, egal was ihr wisst. Komm, gehen wir mal hin. Gucken, was das für eine Karte ist. Das Auge bewegt aber eine Bombe. Das ist natürlich nicht so schön. Justice. Schön. Mit dem Geld können wir nichts machen. Oh. Das regt mich jetzt so auf. Wenn ich jetzt ein Dings finde, das Slot-Maschine, benutze ich sofort. Ist mir egal. Moment, warum haben wir... Ach so, ein Bücherraum. Gibt es ja auch eine Bibliothek. Ist ja auch so eine neue Art von Raum, die es mittlerweile gibt. Da sind meistens so Bücher drin. Ah, hier. Book of Bella. Überlege ich mir gleich noch. Ich guck mal, was hier Dings hier drin ist. Das ist Bloodla... Holy moly. Jetzt sind wir Imber. Und dann holen wir uns das noch, dann werden wir total Imber. Aber ich glaube, ich das... Necronomicon? Nee, komm. Belial. Jetzt alle zwei Räume können wir mal Damage abmachen. Plus wir haben noch Dings. Wir nuken jetzt alles down. Alles super schön. Richtig gut. Finde ich richtig schön. Rech mich zwar auf, dass ich jetzt 52 Cent habe und damit nichts machen kann, aber so what? Whatever. Auf zu Mom. Mom, du wirst verlieren. Mom, du wirst so verlieren. Also, dass wir mal brauchen können, wäre vielleicht mal ein bisschen live ab oder so. Bei Mom oder so, dass sie uns vielleicht ein Herz gibt oder so. Ah, Stammzellen, sag ich doch. Passt doch gut. Sehen zwar noch hässlicher aus, aber naja. Alles hässlich. Wir sind so hässlich. Hässlich wie die Nacht. Komm. Die abuse ich jetzt so lange, wie es geht. Ich glaube, ich mach mal ganz kurz hier dann Aufnahmepause, weil ich will euch das nicht wirklich antun, dass ihr euch das Ganze angucken müsst. Weil es dauert ja meistens ziemlich lang. Bis gleich, ne? So, es geht weiter. Ich hab Two of Diamonds gekriegt, das war richtig schön. Dann habe ich, ja, es liegt hier noch einiges hier rum. Ich habe ein paar Soulhearts gekriegt und ein normales Herz. Two of Diamonds, glaube ich, oder so war das, glaube ich. Ich bin nicht ganz so sicher, welches das war. Das gibt halt doppelt Items hier, doppelt Münzen. Nicht so schön. Hat ein bisschen länger gedauert dann. Aber dafür haben wir halt die ganze Maschine komplett ausgenutzt. Und ich krieg keinen Schaden, weil ich nicht aufpasse. Nicht so schön. Boss! Ah, oh, super, wir sind direkt zum Boss gerascht. Den richtigen Weg gewählt und so, ne? Das ist mal gut. Was ist das? Empress. Empress oder Death? Empress. Was ist... Den habe ich noch nicht besiegt. Den habe ich noch nicht gefightet. Ich habe auch gerade den Namen vergessen. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Wow, der gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Aber der gefiel mir nicht. Überhaupt nicht. So, Empress haben wir noch übrig, habe ich mir extra aufbewahrt. Für Moms Heart und so, ne? Das ist kein schöner Raum. Ich glaube, der macht das mal einfach mal at random. Ich habe nämlich vorhin mal ganz kurz nachgeguckt, was die Two of Diamonds macht. Habe ich mich gewundert, dass ich auf einmal so viel Geld hatte. Habe ich zufällig nachgeguckt, was das ist. Das nehme ich nie mit. Und auf zu Mom. Also, it lives. What a horrible night to have a curse. Ich spawn aber am Anfang immer dasselbe irgendwie.
Monstro, hallo! Und gut. Bye! Kannst gleich unten bleiben. Jetzt backt sie rum. Win! Bei Satan war ich ja schon mit Maggie. Deswegen gehe ich jetzt nach oben. In die Kathedrale. Oh, die Musik. Jedes Mal Gänsehaut. Gänsehaut pur. Ich liebe solche Musik so bei Games. Das ist so das Schönste allgemein an den Game-Soundtracks, wenn so richtig so eine epische Musik läuft. Und wir haben nicht gerade viel Leben. Wir müssen aufpassen. Das machen wir definitiv auf, ist klar. Herz und, gut, Herz auf jeden Fall, das ist schon das Wichtigste. Und raus und rein. Die despawnen nicht, leider. Und hier ist kein Dings am Ende, Boss. Also, wir gehen wieder zurück. Stirb, stirb, stirb. Holy Troll Bomb, ist klar. Passt sogar Holy Troll Bomb hier. Ich meine, hier im Himmel und so, ne? Mann! Sausack. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll für den Boss und so, ne? Oh, das wird lustig. Drecksau, bewege ich das aus dem Weg. Keine Herzen drin, schade. Wäre schön gewesen. Wir sind gearscht. Shit, shit. Wir haben kaum Leben. Zwei Greeds, aber das wird nicht so easy. Komm. Belial an, mir egal. Ich will die beiden Greeds zumindest besiegen hier. Das kann mich nicht von meinem Hassgegner besiegen lassen. Den Penner, den man nämlich nicht nie braucht, Greed. Gut, jetzt halten wir wenigstens noch einen ganzen Schlag mehr aus, bevor wir sterben. Das ist schön. Und er hier wieder. So, wir zu dem einen Schlag, den wir mehr aushalten. Der ist jetzt nämlich weg. Das war Explosive Diarrhea. Können wir mitnehmen. Kann es vielleicht nochmal helfen. Hätte nicht hier irgendwie Leben drin sein können oder so. Das wäre richtig schön gewesen. Ich versuche was. Vielleicht haben wir Glück und das ist direkt hier der Endboss. Ja. Glück. Aber Problem ist nur, ob das wirklich Glück ist, ist so eine Sache, ne? Ich meine, es ist Isaac, der Endboss. Der uns jetzt umbringen wird. Na, wir haben verloren. Dem kann ich nie allem ausweichen. Vielleicht ein Cube of Meat oder so, würde ich es ausweichen können. Ja, seht ihr. Ende. Gut. Das war aber kein Outtake. Jetzt werde ich ihn jetzt Outtakes sehen. Ich habe schon wieder ein paar Outtakes gemacht, ne? Ja, bis zum nächsten Mal Binding of Isaac, ne? Und dann wird mal vielleicht ein bisschen enthusiastischer von mir gezockt. Und dann tschö, ne?